Mautstelle geht es 24 Kilometer lang bergauf, bei einer Höhendifferenz von 1450 Metern. Jetzt gilt es, die steilen Wände hochzuklettern. Eine Tortur nach 4 Stunden Fahrzeit. Bis jetzt war der Großglockner das Maß aller Dinge. Seit heute hat die Tour eine Attraktion mehr. Der Glockner, der am Mittwoch gefahren wird, hat noch immer Tradition, aber der Glocknerkönig wird heute vom Kaunertaler Kaiser abgelöst. Roman Kreuziger, Georg Totschnig, Dietmar Hauer, Peter Lottenberger, die Bergspezialisten sind vorne, sowie auch der Franzose Curie. Bei der 5000-Meter-Marke, dann vor dem Ziel, attackiert Georg Totschnig. Er kann sich von der Spitzengruppe lösen, kein Mann fährt nach, keiner klebt sich ans Hinterrad und Totschnig kommt entscheidend weg. Eine Vorentscheidung also 5000 Meter vor dem Ziel durch den Tiroler Georg Totschnig, der auch die Bergwertung gewinnt. Hier kommt die Verfolgergruppe mit einem Rückstand von 1 Minute. Dietmar Hauer ist hier dabei, Kreuziger, Curie und im gelben Trikot Peter Luttenberger. Er ist angeschlagen, er verliert 2 Minuten 40 und ist jetzt Sechster im Gesamtklassement. Der Kaiser vom Kaunertal ist ein Tiroler, wie könnte es anders sein? Georg Totschnig gewinnt die Etappe und schlüpft damit ins gelbe Trikot. Österreichischer Doppelerfolg auf Platz 2, Dietmar Hauer mit 44 Sekunden Rückstand. Dritter wird Curie aus Frankreich, Vierter Roman Kreuziger und Zehnter Peter Luttenberger. Österreichische Doppelführung jetzt auch im Gesamtklassement. Georg Totschnig 50 Sekunden vor Dietmar Hauer. Aber die beiden sind Rivalen. Die 6. Etappe, die Königsetappe über den Großglockner von Kundl nach Silian, führt über 138 Kilometer. Es ist die 2. Königsetappe der Tour, denn die 1. war die Bergankunft auf dem Kaunertaler Gletscher. Das Feld kommt geschlossen zur Mautstelle Verleiten. Der Anstieg ist jetzt 13 Kilometer lang. Die Höhendifferenz beträgt auf diesem Stück 1300 Meter. Und da gibt es kein flaches Stück zum Ausrasten. Die Glockner Rekordauffahrtszeit von der Mautstelle Verleiten zum Fuschertörl hält seit 1985 Libor Mateka aus der damaligen Tschechoslowakei. Seine Rekordauffahrtszeit für die 13 Kilometer 50 Minuten und 25 Sekunden. Heute braucht der Spitzenfahrer 52 Minuten und 5 Sekunden, ist also um 2 Minuten zurück. Die Spitzengruppe mit Georg Totschnig rutscht aus dem Pedal und dieses Missgeschick nützt Dietmar Hauer zur Attacke. Kliwa aus Slowenien fährt nach, Roman Kreuziger aus Tschechien, Totschnig im gelben Trikot und der Franzose Curie kommen aber wieder heran. Diese Situation ist für Totschnig überstanden. In einer Höhe von 2428 Meter wird jedes Jahr, wenn die Streckenführung von Salzburg aus ist, der Glocknerkönig gekürt. Und jetzt tritt Kliwa aus Slowenien an, Totschnig an seinem Hinterrad in der 3. Position. Das ist Dietmar Hauer. Dietmar Hauer rechts im weißen Trikot, links das ist Totschnig, vorne noch immer Kliwa. Die Zuschauer sind im Weg. Totschnig kann hier kaum durch und Dietmar Hauer gewinnt. Nach 12 Jahren Pause wieder ein Glocknertitel für Österreich. Zuletzt war es Reinhard Waltenberger 1981. Erster Hauer, zweiter Kliwa, dritter Totschnig, vierter Kreuziger und fünfter der Franzose Curie. Dietmar Hauer gewinnt auch die nächsten Bergwertungen Hochtor und Iselsberg und schiebt sich damit näher an Georg Totschnig heran. Eine 13-Mann-Spitzengruppe dann beim Zieleinlauf in Silian und Roland Meyer aus der Schweiz kann sich durchsetzen. Hauer wird Zweiter, Totschnig Dritter und im Gesamtklassement führt jetzt Georg Totschnig 40 Sekunden vor Dietmar Hauer. Roland Meyer aus der Schweiz hat einen Rückstand von 1 Minute und 19 Sekunden. Das war ein Rückblick auf die bisherigen Höhepunkte der Tour, die Etappe auf den Kaunertaler Gletscher und die Überquerung des Großglockners. Und wenn man diese Bilder noch und noch zeigen kann, man muss sagen, wir leben in einem schönen Land.